Mit dem alten Camper hätten wir wahrscheinlich Tage bis nach Edmonton gebraucht. Aber in Fleetwood und dank Tanjas kanadischem Fahrstil waren wir nach knapp 2 Stunden am Ziel. Edmonton ist die Hauptstadt der Provinz Alberta, hat knapp 1 Million Einwohner und gilt als reiche Metropole. Als wir ankamen, fand hier gerade ein Festival statt. Und da habe ich mal eben ganz spontan einen Auftritt organisiert. Der Moment, wo wir in eine Großstadt gekommen sind, war erstmal ein bisschen erschreckend, aber jetzt gerade tut es mir sehr gut, weil wir wieder in der Zivilisation sind. Ich muss mir keine Gedanken machen, dass ich von einem Bären gefressen werde, wenn ich laufen gehe, wenn ich in einem Zelt schlafe, wenn ich irgendwie draußen bin, um was zu essen. Der Sprit zieht unfassbar viel Geld und daher haben wir uns ja als Ziel gesetzt, in Edmonton Geld zu bekommen, weil in der Stadt ist es natürlich einfacher als auf dem Land, weil da ist ja keiner und deswegen sind wir nach Edmonton gefahren. Der Reinfall mit dem Radioaufruf hatte meine Familie frustriert. Ich musste sie dringend neu motivieren. Wir waren in Dawson City, haben wir dann einen Auftritt gehabt und jetzt machen wir hier eine, ja, es ist ein Stadtfest, auch wenn wir nur $1 kriegen. Wir machen es für die Sache. Wir werden jetzt in so are we we're on, yeah? Yeah, let's do it. Perfect. Okay, okay. So we're on. So yeah. let's get. Komm her. Alle zusammen. Ja, ja. Ja. Lay on auf. Komm, Lizzy. Unser Auftritt. Ja. Yeah. Wir sind Superstars in Kanada jetzt. The Kelly Family. Thank you. Thank you. Have a good one. Enjoy. Thank you. Thank you very much, Canada. First song is a famous German song. We come all the way. Ach, die Bühne war schön. Das war wie so ein kleines Festival. Die Leute saßen da, die sind nicht weggelaufen. Ich hatte auch das Gefühl, es kamen mehr hinzu, die dann auch da so stehen geblieben sind. We live in Germany. We're a family of 4 kids. 3 of our 4 kids, they sing. Leon over here, he is the manager of the band. Also beim ersten Mal war ich nicht so aufgeregt, aber jetzt so bei allen Leuten, die mir zuschauen, bin ich schon ein bisschen. So let's get this concert started. Ich weiß, du fühlst dich grad alleine. Deine Welt scheint dir gerade so dunkel und leer. Du glaubst, du kommst nie mehr auf die Beine. Dein Herz war noch nie so traurig und schwer. Ich bin 15 Jahre mit dem Korb rumgegangen, auf der Straße. In jede Stadt, wo wir gespielt haben, in ganz Europa. Das Betteln, sag ich mal, mit dem Hut, ist ein harter Job. Ist etwas, was man ein bisschen lernen muss. Wie man halt mit den Leuten anspricht, wie man halt quasi, ich weiß nicht, jetzt was verkauft, aber einfach eine Story rüberbringt. Wie die Leute sich einfach wohlfühlen, etwas zu spenden. Das mit den $1 hatte ich vorhin natürlich nur so halb ernst gemeint. Deshalb war ich erleichtert, als wir in der Box einiges anscheinend fanden. Also über 160 ja, Dollar. 160, ja. Also 163 war. Ja. Das geklappt. Das hatte sich gelohnt. Jetzt konnten wir entspannt den Rest des Nachmittags genießen. Es war toll, meine Frau und die Kinder so zu sehen. Im Alltag erlebe ich viel zu selten solche Momente mit ihnen. Diese Reise war einfach ein Riesengeschenk.
Als wir Edmonton verlassen hatten und wieder die große, weite Landschaft vor uns lag, dachte ich an die letzten Tage zurück. An all spannenden Menschen, die wir getroffen hatten und die vielen neuen Eindrücke und an die große Hilfsbereitschaft, die wir in Kanada erfahren dürften. Was für ein großartiger Abenteuer. Und das Beste, es lag noch ganz viel Abenteuer vor uns. Pa, wie lange fahren wir jetzt? Noch 4-5 Stunden, also lange. Aber guck mal da vorne, da ist ein typischer American Cowboy. Guck mal! Es war nicht das erste Mal, wo wir irgendwo angehalten haben und einfach Anschluss gesucht haben. Das machen wir eigentlich die ganze Zeit und bis nach Südamerika, weil wir wollen einfach Menschen erleben mit ihrem eigenen Leben. Den fragen wir jetzt. Lass uns mal einfach ihm fragen, erzählen, wir kommen aus Deutschland. Hi, I'm Joey Kelly. Joey, nice to meet you. Landra Horitz. Your name is Len? Len, yes. We come from Germany. Are you, let's say, a farmer or? Farmer, I would say more a rancher today. Because basically, I'm just here today. I got a bison herd back there. And basically, I'm moving my bison herd on fresh grass. Dann treffen wir und dann erzählt er, dass er quasi seine Bisons von, sag mal, ein Feld zum anderen mit Country-Musik. So mit Garth Brooks und Willie Nelson, so ungefähr. So, Len, this is our album. This is the Kelly family. How old were you in this picture? Oh, 24. This is 25 years ago. This album made us famous. Wow. It sold 8 million copies in Europe. Well, we're going to find out if bison come to country, German exactly. Country music. See if we have potential in Canada. Und dann macht mit seinem Pickup auch das Musik an. Komm mal, der angedackelt. Dann kommen diese, sag mal, Maschinen, diese Bisons, die bis zu über eine Tonne wiegen, angaloppiert, angerannt und Hunderten. Also sie sind nicht aufs Auto losgegangen, das ist ja schon mal etwas. Also ich hatte auch Bedenken, dass die komplett durchdrehen und wie früher bei der Bravo, dass die halt quasi uns die Leib vom Körper ab. Das wär's gewesen, ne? Ja. Mit 5 Bisons hat er 1980 angefangen und hat jetzt die größte Bison-Farm der Welt. Kanadas, meinte er. Oder nicht Kanada. Der Welt. In Amerika gibt es angeblich größere, meinte er. Okay, Kanada. Auch nicht so schlecht, oder? Ich fand Lern wirklich cool. Nach dem Bison-Treiben hat er uns noch mit zu seinen Farmen genommen. Und die war echt beeindruckend. Also der hat nicht nur 5000 Bisons, er hat auch 160 Pferde. Er hat Elch, hat 12.000 Hektar Landwirtschaft. Das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Er besitzt wahrscheinlich ein Grundstück so groß wie ganz Köln und Bonn zusammen. Das ist ja halt eine andere Größe. Wir sind in Kanada seit fast 2 Wochen unterwegs und sind immer noch in Kanada. Du kannst, das hat ja meine Jungs erzählt, Luke und Leon, ne, die halt quasi in einem Alter sind, wo die halt ihre Berufung suchen. Sagte, du kannst alles tun, du kannst alles schaffen, was du willst. Du musst nur dich dafür committen und einfach richtig dranbleiben und hart arbeiten und langen Ziel setzen. Und wenn ich das erzähle, ist es, ja, ich bin der Vater und so, aber wenn jemand anderes, der quasi das vorlebt, erzählt, das ist fantastisch. Ist das auch, die haben dann auch so ganz fasziniert bei der Unterhaltung, dann hat er auch zugehört und dann hat er auch mal gesagt,
man könnte halt wirklich alles sein, was man wollte. Und er sagte dann auch so, auch ein Astronaut und so. Und dann sagte der Leon, ja, er würde halt gern bei der NASA arbeiten. Dann kam das Thema dann wieder. Und das war schon schön, ne? So, dass die Kinder das dann halt so in sich aufnehmen und dann halt auch mit nach Hause nehmen. Ich glaube, das ist schon ja, ein Meilenstein gewesen.